Hey Leute, hier ist euer Venny und ich präsentiere euch heute die Top 5 Clips unserer Einsendungen hier fürs Halo Clusters des Monats April. Auf Platz Nummer 5, unser Stachy. Er spielt Halo 4 auf der Map Monolith im Team Slayer und er zeigt uns sehr eindrucksvoll, dass man für die Beam Rifle in Halo 4 nicht unbedingt einen Scope braucht. Holt sich hier mit 2 Snapshots die ersten Gegner. Nummer 3 wartet schon direkt Bottom mit und da ist Nummer 4, wird One-Shot geballert und bekommt die Kugel mit der BR und sichert so den Sieg für sein Team. Auf Platz Nummer 4 sehen wir eine Einsendung von AG Jojo. Der spielt Halo 2 Anniversary im Custom Game gegen einen Kollegen von ihnen. Und die spielen auf einer Custom Map, die prädestiniert ist für One-on-One-Gefechte mit der Sniper. Holt sich hier über die ganze Map erstmal den ersten Kill. Snapshot direkt den Insta-Spawn direkt neben sich. Über die Map nochmal den Triple Kill. Und er spawnt auf der rechten Seite nochmal und bekommt direkt den nächsten Snapshot für den Overkill. Auf Platz Nummer 3 haben wir eine Einsendung von Numinetz, der spielt Halo Reach auf der Map Xehanort und im Team Snipers holt er sich ja die ersten Kills ganz locker von der Seite, 2 sichere Kills, gerät dann unter Beschuss von der Pistol, under Pressure gibt er ihnen dann den Quickscope für den Triple Kill und nochmal einen sicheren Headshot für den Overkill und schade, dass der nicht noch gesessen hat, das wäre noch ein netter Betray Kill-Tacular gewesen. Auf Platz Nummer 2 haben wir einen weiteren Halo Reach Clip eingesendet von BC Dark Sniper, der macht seinem Namen hier auf Uncage alle Ehre. Ich sag nur so viel, ein Mann, ein Magazin und 4 Headshots. Holt sich hier den Double Headshot ganz sicher, der Triple sitzt natürlich auch und die Gegner spawnen direkt nochmal unter ihm, wo er sich da den 4. Headshot für den Overkill holt. Wirklich eindrucksvoll. Unsere Nummer 1, der Top 5 im Monat April geht diesmal an GVA Wamo. Der hat uns hier einen Halo 2 Anniversary Clip eingesendet und er macht sich hier erstmal die Bridge klar, um bei King of the Hill ein paar Punkte für sein Team rauszuholen. Die sind ein bisschen im Rückstand, aber kein Problem, Wamo ist unterwegs, sieht direkt, dass der Hill unter Kontrolle der Feinde ist, wirft 2 Nades und mehr braucht es auch nicht, um fast das ganze Team auszuschalten. Killtacular mit 2 Granaten, ein unglaublicher Clip, geniale Aktion. Das waren die Top 5 Clips des Monats April. Danke für alle, die sich hier dran beteiligt haben und nicht traurig sein, auch die, die jetzt hier nicht gezeigt wurden. Ihr habt natürlich immer die Chance, bei späteren Episoden mit teilzunehmen. Also sendet einfach eure besten Clips, die ihr im Mai erspielt habt, bei uns ein und schon habt ihr die Chance, im nächsten Top 5 Video vielleicht richtig dick abzusagen. Ich bin euer Venny und verabschiede mich hier bei euch. Macht's gut, Leute.